Hallo YouTube, willkommen zu einem Quickie für zwischendurch, ein Unboxing-Quickie für zwischendurch. Ich wollte mal wieder ein kurzes Video machen, weil, ich weiß ja nie, ich habe jetzt Haufen Videos jetzt gemacht, alles über Rebuy und Medimobs, die Spiele, die arbeite ich noch ab, die ganzen Kisten. Und zwischendurch hole ich mir natürlich aber auch mal ein paar neue Spiele. Diesmal ist Saturn dran, da gab es ein gutes Angebot. Es ist ein Steelbook von dem Spiel, wo ich dachte, naja, warte vielleicht mal, vielleicht gibt es so eine Art Game oder eine Ultimate oder Game of the Year Edition. Aber ich denke mal, mit dem Steelbook gibt es das Teil, denke ich mal, nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr kennt das Symbol. Da gab es, weiß gar nicht, wann das war jetzt, diese Woche auf jeden Fall, letzte Woche war das. Gab es nur online, only online. Das ist hier Abendshopping, ein Spiel, und das ist Street Fighter 5 als Steelbook. Und das packen wir schön mal aus. Was haben wir hier noch drin? Zalando-Werbung. Und halt die Luftpolster und das war's halt. Und natürlich die Rechnung. Ja, sieht auf jeden Fall mal gar nicht so schlecht aus. Ja, schön verpackt. War auch schnell da. Nach einem Tag wurde das schon geliefert. Ich habe das ja nachts bestellt. Ne, und am nächsten Tag war es schon da. Dann packen wir das auch mal aus. Hier haben wir ja die Banderole. Ich hoffe, das bleibt beim Quickie. Na, ich nehme doch mal das Cuttermesser und schneide es an der Seite auf. So. Das ist so eine Art Schuber. Oh. Wollte ich ja nochmal die Daten zeigen. 16, 19 GB. Das übliche eben 1 bis 2 Spiele, Haufen Netzwerk. Ach, die haben sogar einen eigenen YouTube-Kanal. Die neueste Unreal-Technologie. Ne? Interessante Bildchen. Die legendäre Kampfspiel ist wieder da. Oh. Schon gezeigt. Ah, das ist gut. Dann fangen wir auch mal an. Wow, das Steelbook sieht schön. Ist nie eingeprägt, aber oh, sieht schlecht aus. Oh, das sieht auch geil aus. Ist bestimmt von Ryu das Anwesen. Und dann schauen wir mal rein. Aha. Was ist das? Oh, das gefällt mir. Wunderschönes InDesign. Packen wir mal das Teil hier raus. Boah, das sieht wirklich gut aus. Also hier haben sie sich mal wieder Mühe gegeben für das InDesign. Na, gehen wir rein hier. Ja, die Disc, schlicht, PEGI 12, PEGI. Und dann hier die australische Version. Dann schauen wir mal, was hier noch auf den... Ha, aha. Es gibt anscheinend solche interessante Zettel. Was haben wir noch? Und das war's schon. Statt ein Heft gibt es zwei Flyer dazu. Naja. Ja, auf jeden Fall, das Steelbook hat sich auf jeden Fall, also 25 Euro habe ich dafür bezahlt. Und ich werde, denke ich mal, Spaß haben mit dem Spiel. So, das soll es eigentlich schon gewesen sein, weil viel ist nicht zu zeigen, also eben halt der Schuber. Ja, auf jeden Fall, das Design sieht gut aus und 25 Euro, die Preise liegen ja jetzt im Schnitt so bei 40 Euro, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt und bei PayPal geht es immer ruckzuck, wird ruckzuck abgebucht und gleich verschickt. Viel Spaß noch mit meinen anderen Videos. Ich denke mal, es wird eine ganze Weile dauern, bis ich mal wirklich mal wieder ganz neue Spiele kaufe, weil es gibt jetzt nie wirklich Spiele, die mich jetzt, sag mal, für die Preis Erhöhung interessieren würde, also 70 Euro werde ich kaum nur, außer es sind Collectors Edition ausgeben. Ich merke schon, es sind schon wieder über 4 Minuten. Viel Spaß noch mit meinen anderen Videos und bis später bei Rebuy oder Medimobs Bestellung. Tschüssi.